Willkommen zurück zu Minecraft, liebe Freunde. Wieso ist der Eisenblock? Ah, ich habe die Texture Pack Reihenfolge verkackt, aber ist egal. Wobei, so egal auch nicht, ne? Mist, und ich habe die Texture Pack Reihenfolge vor ungefähr 10 Minuten im Papierkorb geschmissen. Als ich hatte Fotos gemacht, werden wir jetzt nicht machen, werde ich zwischen den nächsten Folgen machen, die richtige Reihenfolge ändern. Ich habe schon mal das wieder aufgerufen, aber wie ihr seht, ich habe jetzt leider schweren Herzens die Physics-Mod doch rausnehmen müssen. Jetzt sind wir wieder bei den normalen Physics, weil ich glaube, die Physics-Mod plus die Entities und so, die Einstellungen waren doch ein bisschen zu impactful. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Minecraft RAM zugewiesen, aber ich glaube, nee, der Physics-Mod, der war leider doch ein bisschen zu heavy. Schade. Schade. Bevor wir jetzt weitermachen, ich werde jetzt noch mal eben was... Achso, ich muss jetzt sowieso das alles noch mal laden hier. Von daher, wir sind ja auch eh im Creative Mode noch. Muss gleich umstellen. Ich google das der weiteren mal. Ob es denn den Mod von damals noch gibt. Und ob der auch funktionieren würde. Den scheint es zu geben. Ja, jetzt mal eben ganz kurz noch auf die Game-Version gucken. 1.20.1, jawohl. Und für Forge auch. Die Mod gäbe es tatsächlich. Die werde ich als nächstes mal probieren. Jetzt nicht mehr heute, nicht mehr morgen. Schauen wir mal wann. Genauso wie mit den Texturpack-Load werde ich dann auch nochmal schauen, weil, nee, so sehen die Eisenblöcke nicht so schön aus. Gut, okay, wir gehen jetzt hier wieder runter. Achso, wir sollten auch erstmal den Game Mode Survival. Survival nehmen wir wieder. Und machen jetzt da weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. Ach, guck. Guck an. Der ist eingefroren. Oh, krass. Ja, okay. Gut zu wissen. So. Hier machen wir jetzt erstmal weiter ohne die Fancy Block Partikels. Schade. Wirklich schade. So. Eine Sache muss ich nochmal ganz kurz. Ich habe jetzt hier auch runtergestellt, weil, das ist so am Lecken gewesen gerade noch. Dynamic Lights, Fast, Realtime. Machen wir mal Realtime wieder. Hat ja vorher auch geklappt. Ja, dann bauen wir jetzt erstmal hier in den Tunnel. Ach man, hätte so gerne. Ah, Inventar ist auch voll. Top. Wo hab ich denn jetzt den her? Wo hab ich den einen Smaragd her? Na jo, okay. Ich mache jetzt erstmal hier blop blop blop, damit ich die Höhe einhalte. So. Erstmal die Höhe einhalten, bevor wir was anderes tun. So, dann nehme ich den hier rechts in die Hand. Und die Spitzhacke, die 3 wieder. So. Juhu, dann wollen wir mal hier weiter auseinanderklöbeln. Irgendwie finde ich das jetzt echt doof, dass die Fancy Block Partikels. Fancy Block Packt. Genau. Die Fancy Block Block Partikel nicht mehr da sind. Aber was wollen wir machen? So ist. Oh Gott, da sind ja noch mehr von denen. Ich hoffe, das war jetzt der einzige, der noch hier übrig geblieben ist. Aber ich denke mal, wir werden noch weiter auf weiter solche Konstruktionsblöcke stoßen. Dann müssen wir das halt so machen, wie wir es gerade in der vorletzten Folge besprochen haben.
Geht ja nicht anders. So, Klabüstern und Klamüsern wir hier erstmal alles wieder raus. Aber der Absturz hat auch was Positives. Ich habe eine kleine Pause gemacht. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal die Folgen, die wir gerade aufgenommen haben, hochgeladen. Und eine Folge, oder ja, was heißt Folge? Es waren 4 Minuten Aufnahme, die ich gerade hatte. Die habe ich gelöscht, aus dem einfachen Grunde, es war eigentlich auch nur Standbild, Standbild, Standbild. Ich wollte nämlich gerade wieder neu aufnehmen, weil ich das Minecraft komplett neu gestartet hatte und alles. Und dann habe ich gemerkt, es hat absolut keinen Sinn. Es ist immer noch so crazy am Ruckeln. Und dann habe ich gesagt, ja komm. Dann lassen wir es halt, ne? Dann hat es ja auch keinen Sinn. So, jetzt bauen wir als allererstes mal hier die Fichtenholzbretter rein. Weil hier kommen ja... Ja, supi. Ach, guck mal, hier bin ich. Ah. Bei der Redstone-Schaltung. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, wieso komme ich denn jetzt da nicht hochgesprungen? Dann machen wir hier aber auch erstmal zu. Zack. Damit wir hier nicht nochmal runterfallen. So. Und hier will ich ja auch nicht runterfallen, also machen wir auch erstmal wieder zu. Und jetzt müssen wir mal... sagte er und fiel ins nächste Loch. Ne, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wollen wir das denn dann hier handhaben? Also ich würde sagen, hier der Bahnhofseingang. Beziehungsweise hier, ne, die Station sozusagen. Dann müsste das hier erstmal bis hier weg. Oder? Müsste mehr weg. Sollte mehr weg. Ja, bis hier. Komm, bis hier, weil dann schließt das hier auch mit den... mit der Decke ab. Genau. So machen wir das. Bis hier. Dann können wir nämlich hier mit der Decke abschließen. Achso, das ist wieder der Schädel, den ich gerade weggeschmissen habe. Der kann ja jetzt da bleiben. Wurst. So, hier können wir erstmal wieder mit Koble zuballern. Treppe, Treppe. Okay. Aber hier würde ich dann auch Holz machen, ehrlich gesagt. Fichtenholz habe ich ja auch dabei. Warte mal, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Inventar-Storage kriegen. Wo habe ich denn jetzt die? Da. Axt direkt reingeballert. So, Erde. Das ist alles das, was wir vorhin so eingesammelt haben. 61 Würmchen haben wir eingesammelt. Okay. So viel sind gerade aus der Erde daraus gekommen. Aber ihr habt ja gesehen, ne? Es ist schon ein krasser Mod. Hätte ich jetzt das mit dem Einstürzen da nicht zeigen wollen, dann wäre vielleicht nicht so schlimm geworden. Vielleicht auch doch, wer weiß. Das kann man jetzt dann natürlich im Nachhinein nicht wirklich beantworten. So, wir brauchen auf jeden Fall hier erstmal eine Crafting-Box. Zack. Wieso habe ich jetzt zwei gemacht? Weil ich doof bin natürlich. Ach, Marc. Und ja, das ist mein Real-Life-Name. Ach, Palo. So. Jetzt haben wir hier ein paar Treppchen. Und aus dem machen wir jetzt auch noch ein bisschen Holz. Und wenn die Folge hier da ist, bin ich ja tatsächlich wieder aus dem Urlaub zurück. Ist schon strange. Ich nehme die Folge jetzt am letzten Tag auf, bevor wir losfahren. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den ganzen Urlaub überbrückt kriege. Ich dachte so, ja, ein, zwei Folgen, blablabla. Nee, ich habe einfach mal den kompletten Urlaub dadurch überbrückt. Ist schon irgendwie crazy. Ne, eine Dreiertreppe finde ich irgendwie besser. Ach, ich habe keine Axt dabei. Ah. Aber ich habe Stöcke, 4 Stück und ich habe Steine im Inventar. Da machen wir uns jetzt einfach mal 2 Äxte. Ist ja gar kein Thema. Dann können wir wenigstens mit den Steinäxten hier ein bisschen bearbeiten. Das einzige Loch, was da oben drin ist, in der Decke, da falle ich natürlich durch.
Es ist ja mal wieder voll der Klassiker. So. Nee, das ist Marble. Wo ist denn dieser eine einzige glatte Quarz? Guck mal, wir haben mehr Quarz sogar im Inventar. Mehr schon gebraten. So. Ich glaube, damals war die Wand ja auch noch bis hier hingezogen, ne? Ja, klar, weil hier, ja. Ja, muss ich auch noch machen. Aber ich meine, dafür, dass wir jetzt so kurz wieder aufnehmen. Roundabout eine Woche, könnte man auch sagen. Oder, ja, jetzt sind es schon von den Folgen technisch her 3 Wochen, aber egal. Ihr wisst, was ich meine und wie ich das meine. So. Da kommen, glaube ich, noch Slabs drauf. Da sollte ich noch Slabs draufballern. Ja, fände ich, glaube ich, besser. So. Jetzt ist die Frage, wie viele Blöcke sind denn das? 1, 2, 3, 4. Und bis hier hinten sind es noch viel, viel mehr. Ich würde zwecks Symmetrie, dass das hier zumindest so ein bisschen... Es ist jetzt nicht 100%, ne? So oder so wird es auch nicht 100% werden, weil ich müsste das jetzt alles abzählen. Und da ich jetzt noch nicht weiß, wie das hier alles so wird, mal erstmal frei Schnauze, Pi mal Auge. So. 1, 2, 3. Dann kommen wir hier hoch und den hier könnten wir dann nämlich die... Genau, dann nehmen wir jetzt hier von der Fichte nochmal. Komm, machen wir ein paar mehr. Machen wir hier die Slabs und ich konnte doch auch noch, was konnte ich denn? Ah, Vertical Slabs. Stimmt. Aber das ist wieder Modblock dann. Und das ist dann die Tür. Und ich konnte doch noch irgendwas. Das ist die Falltür. Das sind die, okay. Ah, da waren, da. Ah ne, das sind Knöpfe. Druckplatte. Wie war denn das mit den Planks? So. Spruce Plank, Cozy Home. Ich glaube, die konnte man auf dem Boden platzieren, so wie damals. Oh, funktioniert das auch? Steinscheren, okay. Gibt es wieder ein Bruchstein? Ah, jetzt dauert es erstmal wieder, bis es geladen hat. Classic. So, gibt es hier wieder so einen Bruchsteinpfad? Half Template Bruchstein, okay. Pfad. Nee, Weg. Das heißt ein Pfad auf Englisch. Path, ne? Path. Ja, es gibt einen Steinweg. Aber der ist bestimmt nicht aus normalem Cobblestone gemacht, oder? Mr. Crayfish Furniture. Genau. Wir hatten doch damals oben Mr. Crayfish Furnitures. Aber aus Kobbel, glaube ich. Dachte ich jedenfalls. Andesit und Stein. Okay. Der wird jetzt auch anders gecraftet. Ja gut, ist ja kein Problem soweit. So, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann eine Dreier. Ich zähle jetzt einfach trotzdem mal. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, okay. Das wäre dann die Mitte und dann könnte man hier bei 7, Dankeschön, macht man dann hier die Wand hin quasi. Komm, und hier mache ich jetzt erstmal mir eine, weil ich werde sicherlich hier noch ein paar Mal hinfliegen auf die Schnute. So. Ah, wie komme ich jetzt hier? Da. Komplizierter geht's nicht, ne? So, und dann können wir nämlich hier die Wand quasi errichten. Oh, das war jetzt ein Double-Click. So, Backup finished. 1 Minute. Boah, die Backups dauern auch immer länger. Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir die Karte bis da... ...da hinten am Sankt-Nimmerleins-Weg schon erkundet hatten. Da werden wir auch nochmal in der Aufnahme hingehen, aber...
vorläufig jetzt erstmal nicht. Jetzt möchte ich ganz gerne nämlich hier. So. Hier kommt dann später, genau. Ja, ja, doch. So, und zack. Und die Slabs hatte ich ja, ne? Ja, genau. Leck. So, weil dann haben wir nämlich hier noch die... Ah, jetzt komme ich da nicht hoch wegen den Steinen über den Kopf. So, dann haben wir hier die Half Slabs und können dann hier quasi ein- bzw. aussteigen. So, da brauchen wir jetzt kein Hintersetzen. Und hier können wir dann... Das mache ich jetzt auch schon mal... Ah, es war nicht aus Fichte, ne? Nee, 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 meine Lieben. Das war aus Tropenholz. I remember. Aber okay. Bis hier können wir es ja trotzdem so mit Fichte lassen. Und... Dann gehen wir. Dann müssen wir hier. Jetzt den Weg bauen, wie die Eisenbahn dann später wieder. Oh, Kohle ist gut. Achso, wir können auch wieder die Mobs einschalten, denke ich. Jetzt, wo der Physik-Mod nicht mehr so krass die Performance frisst, sollte das eigentlich wieder einigermaßen funktionieren mit Mobs. Außer das Spawn wieder so 6 Millionen. Boah, sieht ekelhaft aus. So. Plupp. Die war mit Glück, genau. Glück bestückt. Ja, genau. Da machen wir nämlich jetzt hier erstmal die Goldspitzhacke mit der Kohle kaputt, bevor wir die über die EP machen. Hier die EP-Spitzhacke. Oh, hier ist aber gut Kohle. Das gefällt mir. Das gefällt mir, das gefällt mir. Weil wir werden früher oder später richtig viel Kohle brauchen. Das wissen wir doch. So. Guck mal, fast ein Stack. Nur von dem paar... Oder von diesem etwas größeren Flöz. Ah, jetzt wäre natürlich der Hammer schon besser gewesen, ne? Aber gut. Man kann gerade nicht alles haben. So, dann kämen wir hier runter. Ich habe ja auch schon die Schienen dabei. Oder einige Schienen dabei. Ja, dann legen wir doch mal hier ein paar Schienen schon mal hin. Ja, das sind die normalen Minecraft-Schienen, ich wollte gerade sagen. Aber das ist auch wegen dem Texture-Pack. No! Also das ist das Einzige, was ich an der zweiten Hand nicht so gut finde, muss ich ja mal sagen. Die man hat. So, dann hatte ich noch Antriebsschienen und es gab ja auch noch diese Bremsschienen, ne? Antriebsschienen, Aktivierungsschiene. Ich glaube, die Antriebsschienen waren auch gleichermaßen Bremsschienen, wenn sie nicht aktiviert sind. Genau. Wo waren denn dann die anderen? Da sind noch 64 Schienen. Zack. Jetzt hätten wir ja quasi schon mal den Bahnhof erschaffen. Nach Black Mesa. Achso. Weil ich die jetzt nicht mehr in der Hand habe. So. Ich werde auch auf jeden Fall Fackeln gegen Laternen früher oder später austauschen. Ne? Das ist ja mal ganz klar. Aber ich würde sagen, als allererstes machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause und dann nehmen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich!